Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder bei ESDI EV Technologies beim Alex. Grüßt euch. Alex kennt ihn mittlerweile, daher stelle ich ihn nicht nochmal vor. Und das Auto werde ich auch nicht vorstellen, denn ihr kennt auch das Projekt. Das Projekt hier hat eine eigene Playlist auf dem Channel und eine eigene Playlist auf dem ESDI-Channel, den ihr in der Videobeschreibung findet. Also unbedingt reinschauen, weil das Ganze läuft so ein bisschen komplementär. Das heißt, nicht jede Folge seht ihr auf diesem Kanal. Teilweise seht ihr die ganzen E-Technik-basierenden Teile und auch die einzelnen Steps der Fortschritte auf seinem Channel. So sieht's aus. Heute geht es aber um ein altbekanntes, sehr leidiges Thema, was jeder Rennsportler oder jeder, der Hobby-Rennsport betreibt, sehr, sehr, sehr ungerne behandelt. TÜV. Genau, also das Fahrzeug soll ja im Endeffekt auch im Straßenverkehr irgendwann mal fahren. Mhm. Natürlich wollen wir auf der Rennstrecke auch fahren, aber wir wollen natürlich auch eine Zulassung dafür haben. Deswegen müssen wir schon die Teile, irgendwie, die wir jetzt da reinbauen oder die da aktuell dran sind, schon so haben, dass die TÜV-konform sind. Und genau. Ist ja auch ein großes Gebiet von euch, also ist ja, deswegen passt das, glaube ich, ganz gut zusammen. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal das Auto so an. Also Stand ist aktuell, wir haben eigentlich alles gestrippt, wir sind gerade noch im Carbonbomb dabei, den ziehen wir nochmal komplett raus, weil wir eigentlich bis auf Licht und ein, zwei Kleinigkeiten gar nichts mehr brauchen davon. Und der auch schon an ein, zwei Stellen ja nicht mehr ganz so gut war, sagen wir es mal so, wie das halt mit so einem alten Auto ist. Können wir das gerade mal zeigen? Das ist also wirklich eine absolute Katastrophe. Da sind wir aktuell bei. Der war auch schon angeschmort an gewissen Stellen. Und da wir ja auch einen Elektroumbauten professionell machen wollen, kann ich hier schlecht einen Carbonbraun drin haben, der so aussah. Ja. Da ziehen wir den jetzt gerade zurück. Ansonsten ist das gestrippt. Er ist untenrum komplett eisgestrahlt. Mhm. Einmal komplett, also sauber. Wir können uns also alles mal ordentlich, vernünftig angucken, ohne irgendwelchen Dreck. Mhm. Und können im Prinzip immer eine Bestandsaufnahme machen, welche Sachen wir vielleicht ändern müssen, um eine TÜV-Zulassung zu bekommen und welche Sachen vielleicht in Ordnung sind. Genau. Ja, das ist immer wichtig, sich halt im Vorfeld Gedanken zu machen, weil oft fängst du halt an zu bauen und wenn du im Nachgang einen TÜV haben willst, dann wird es halt schwierig. Gerade bei so Sachen wie Käfig, Zelle und so weiter. Ihr müsst aber unbedingt dranbleiben, weil wir klären eine weitere TÜV-Frage, die stelle ich am Ende, nämlich Umbau auf E-Antrieb. Das muss ja auch irgendwie getüft werden. Das ist zu 100% eine Sache, die keiner von meinen Zuschauern weiß oder je gesehen hat. Es sei denn, ihr habt in der Zwischenzeit bei ihm ein bisschen gestalkt. Aber das würde ich gerne auch in der Frage hier, in der Folge hier klären. Wo starten wir? Ja, ich würde sagen, lass uns einfach, wenn wir hier vorne schon sind, lass uns einfach mal vorne starten. Im Endeffekt fängt das ja mehr oder weniger bei der Domstrebe an. Wir haben hier eine eingeschweißte Domstrebe. Ja. Es ist nicht unbedingt das was wir wollen. Das Problem ist, hier vorne kommt ein Teil des Batteriepakets rein. Wir haben hier vorne aber, wie ihr seht, nicht extrem viele Haltepunkte. Man muss, wenn wir gerade beim Thema TÜV sind, die Batterien, die Befestigung dafür müssen so konstruiert sein, dass die eine Beschleunigung vorwärts, rückwärts von 20 G aushalten. Das ist ein bisschen analog zu Gastanks, die auch so befestigt sein müssen. Okay. Das heißt, so ein Batteriepaket kann einmal schnell 100 Kilo wiegen, mal 20 G, sind wir bei 2 Tonnen Befestigung. Das muss also schon fest sein. Okay. Natürlich hier die Haltepunkte von dem normalen Tank. Mhm. Der Tank gibt es auch bis zu 100 Liter. Also haben wir da auch schon so in dem Bereich, sagen wir mal nicht ganz passend, aber schon in dem Bereich, wo das auch schwer wird. Wir wollen jetzt aber über die Domstrebe nochmal ein, zwei Haltepunkte generieren, wo wir halt noch was festmachen können. Das muss jetzt nicht nur das Batteriepaket sein, sondern auch Zusatzaggregate, Unterdruckpumpe für den Bremskraftverstärker und solche Sachen. So dass wir natürlich dann wenn wir es umbauen, möglichst wenig an der Karosse kaputt machen wollen. Weil die meisten, die so einen alten Elfer fahren, haben wenig Interesse daran, an der Karosse viel zu ändern. Ja, verstehe ich. Klar. Das möchte eigentlich keiner. Und da können wir natürlich dann über so eine Domstrebe relativ schön über eine schraubbare dann Haltepunkte generieren für durchaus leichte Sachen. Ja, also grundsätzlich schraubbare Domstrebe ist so ein bisschen eine Grauzone, muss nicht eingetragen werden, wird auch kein Problem sein. Wie es aussieht, daran Teile zu befestigen, tragende Teile, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, dass man da wirklich echt ans Chassis gehen muss. Für die Batterie wahrscheinlich schon. Ja. Ich hatte jetzt auch mehr an die sowas wie die Vakuumpumpe, die vielleicht ein Kilo wiegt. Ah, okay. Ja, gut. So welche kleinen Sachen gedacht, dass man die halt... Okay. Elektrobauteile und solche Geschichten. Gut, das ist was anderes. Man muss ein paar Sachen halt noch unterbringen, die wir sonst Unterdruck machen, also der Motor und so weiter. Die solche Sachen holen wir uns dann elektrisch.
Ja, das ist genau der richtige Ansatz, weil angeschweißt ist wiederum eine tragende Veränderung am Chassis. Das wird dann schwierig, TÜV-technisch, also machbar, aber du musst es eintragen per Herzabnahme etc. Aber schraubbar nicht, so das Ding. Nächster Punkt. Genau, ja, sonst ist hier vorne eigentlich nicht so viel. Was wir hier vorher, das blenden wir euch aber gleich mal vielleicht mal im Foto an. Wir hatten hier keinen Bremskraftverstärker mehr. Also mal hat das Auto einen Bremskraftverstärker. Ah, ja. Den haben wir, beziehungsweise der Vorgänger, der das Auto vorher gehört, rausgebaut und hat da so eine Bremswaage eingebaut, sodass wir im Prinzip Bremsbalance einstellen können. Das Problem ist halt, dass der Bremskraftverstärker rausgeflogen ist. Ist jetzt für TÜV vermutlich nicht das, was wir brauchen. Könnte ein bisschen schwierig werden. Also ich glaube, dass ein Bremskraftverstärker in irgendeiner Form da rein muss. Vielleicht kriegt man das auch hin, dass es, ich sag mal, einstellbar ist. Aber es ist ja relativ egal, weil der Aufwand bleibt ja, wenn ihr einen Bremskraftverstärker ohnehin einbauen müsst. Genau. Da könnte das schwierig werden. Der Haltepunkt ist noch original da. Wir müssen nur einen besorgen und dann kann der da wieder rein. Also das ist jetzt kein großes Thema. Ansonsten würde ich sagen, anderes Thema sind vielleicht die Befestigungen von der Haube. Ich weiß nicht, wegen Fußgängerschutz. Ja. Ob das ein Thema wird, da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Da gibt es Aero-Catch. Das geht. Das geht tatsächlich. Ob das eine Schwierigkeit ist? Ja. Nein, das geht tatsächlich. Die kriegst du auch eingetragen. Da kann auch das Schloss hier grundsätzlich raus. Gibt es halt so Aero-Catch-Verschlüsse, die sind dann oben plan. Da sehe ich kein Problem. Und was ich halt jetzt hier sehe, ist Radreifenkombination, Fahrwerk etc. Genau. Sieht man hier vielleicht ein bisschen besser. Grundsätzlich findet ihr für das Auto mit Sicherheit eine gute Felge. Eine gute Felge, die ihr auch abgenommen kriegt. Fahrwerk genauso. Also das müsste rausfliegen, weil ihr habt bestimmt keine Papiere dazu und ich weiß auch halt auch nicht mal, was das ist. Nee, also es ist ein Japan-Import gewesen, nur mal kurz, damit die Leute das auch verstehen. Genau. Die bauen natürlich dann nicht TÜV-konforme Fahrwerke ein, sondern das, was sie da haben oder was sie gut finden, wie auch immer. Mhm. Von daher muss man mal schauen, ob man dann von den gängigen Herstellern ein passendes Fahrwerk bekommt für dieses Fahrzeug. Das ist ein bisschen teurer meistens, weil halt die ganze Geometrie von der Aufnahme hier noch mit dabei ist. Das also ist nicht einfach nur der Dämpfer tauschen und dann geht's los. Ja. Das ist bei dieser Konstruktion leider so ein bisschen doof, sage ich mal. Ja. Wo es dann auch leider ein bisschen teurer wird, wird die Bremse. Die Bremse ist nicht Serie, aber es ist zumindest schon mal eine Upgrade-Bremse, also eine größere Bremse. Die Brembo, man sieht aber auch gleich schon hier, das wird man auf der Kamera vielleicht nicht gut sehen, aber hier die ganzen Spannungsrisse seht ihr vom Reibring. Bedeutet, das Fahrzeug wurde auf jeden Fall artgerecht bewegt. Das ist natürlich ein bisschen schwierig auf der Kamera, aber sie sind auf jeden Fall da und sie sind nicht zu klein. Das heißt, entweder wurde die Bremse nicht gut gekühlt oder sie wurde halt richtig rangenommen. Ich kenne ja jemanden, der baut Bremsenkühlung. Ne? Echt? Hast du eine Adresse? ja, ein bisschen spartanisch sind die Adapter. Das heißt, da werden wir, denke ich, noch mal... Genau, lass uns einmal das Auto vielleicht hochfahren, dann können wir uns das ordentlich anschauen. Ja, das ist, sieht man das? Ja, sieht man eigentlich ganz gut. Mit Adapter meine ich eben diese Verbindungsstücke, die eben hier den Träger mit dem Sattel verbinden. Und man sieht hier zwischen den Unterlegscheiben. Wenn das ein deutscher TÜV sieht, bist du eigentlich quasi schon im Knast und darfst auch nie wieder Auto fahren. Das heißt, wir werden das vorhandene Bauteil hier nachkonstruieren, quasi reverse-engineeren und da eben die Teile mit dran setzen. Wenn wir das aus Alu machen, dann müssen aber Stahleinsätze rein fürs Gewinde, weil du darfst nicht eine Bremse in ein Alugewinde verschrauben mit einer Stahlschraube. Daher werden wir da entweder machen wir es direkt aus Stahl oder setzen da eben Gewindeeinsätze rein. Und dann sehe ich aber mit der Bremse an sich kein Problem. Und wir können dann aber auch, wie man hier von dem Spalt hier sieht, auf eine 17 Zoll Felge gehen. Was, denke ich, von der Radreifenkombi auf jeden Fall besser wird. Genau, man sieht auch, dass wir hier schon Schleifspuren haben. Ja. Also von daher ist das wahrscheinlich nicht die Kombination, die man hier fahren sollte. Ja. Stimmt, das ist... Genau. Das also standardmäßig auf dem G-Modell hatten wir normalerweise 15 oder 16 Zoll, das ist jetzt hier 18 Zoll. Ja. Da müssen wir nochmal reinschauen in die Papiere, was vielleicht eine Kombination ist, mit der man ein bisschen schicker vorankommt. Ja, ein bisschen Tokyo-Drift-mäßig. Ja, ist halt ein japanisches Auto, ne? Das aber ist cool. Dazu, ne? Sind auch cool. SSA-Felgen, ich glaube, das ist auch so eine japanische Marke. Ja. Also es ist nicht unbedingt Mist, was da drauf ist, aber nö, ist jetzt vielleicht anders. Dieses Auto nicht das Richtige und ohne Papiere halt in Deutschland unbrauchbar. Ja. Dann kommt ja auch schon der Innenraum. Da gibt es, denke ich, ein bisschen mehr zu erzählen. Das Auto hat
schon eine Zelle tatsächlich, also nicht nur ein Schraubkäfig, sondern eine Zelle. Also eigentlich ist es mega schade, das rauszureißen, weil die ist hier auch schon mit den Holmen und so weiter alles verschweißt, mega gut. Aber es gibt halt keinerlei Papiere, nichts darüber. Und das macht die Sache halt ein bisschen schwieriger, wenn ich jetzt die Tür aufkriege. Was heißt schwierig? Das macht die Sache nicht nur schwierig, sondern ich würde fast sagen unmöglich, weil wenn du nicht weißt, was für, wenn du nicht nachweisen kannst, was für ein Material etc., ist es eintragungstechnisch in Deutschland schwierig. Aber ihr wolltet ohnehin die Zelle rausschmeißen und einen Schraubkäfig einsetzen, richtig? Genau, das eine Problem war halt, wir haben jetzt schon die Strebe hier rausgenommen, weil die im Endeffekt ja einmal quer über die Tür ging. Man muss sagen, dass das natürlich auch ein Vorführauto von uns werden soll und die meisten eher vielleicht in einem gesetzteren Alter sind. Jetzt nicht böse gemeint, aber da brauche ich jetzt keine Strebe, die fest, also das war selbst für jemanden, der etwas jünger ist, durchaus ein Krampf, in so einen Schalensitz da reinzufallen. Also das hat niemandem Spaß gemacht. Ja. Und das soll auch so ein bisschen Alltagstauglichkeit soll da sein. Deswegen vielleicht eine Strebe, die man auch rausnehmen kann oder sonst irgendwie einen Käfig haben, der dann erstens die Zulassung hat und zweitens dann auch irgendwie ein bisschen mehr Komfort hat Als der eingebaute. Käfige grundsätzlich mit Zulassung findet ihr für das Auto. Und dann hast du ja schon gesagt, könnt ihr euch das so konfigurieren, wie ihr wollt. Und die Frage war, was nimmt man da? Also grundsätzlich ein einfaches Kreuz hinten sollte reichen. In dem Fall habt ihr halt nur eine Diagonalstrebe. Das heißt, ich würde dann tatsächlich schon ein Kreuz hinten machen und eine Diagonal hier vorne. Das reicht völlig zur Abstützung. Wie das Ganze befestigt ist, ist an sich schon mal nicht verkehrt, weil es ist quasi am Chassis ist das Fundament aufgeschweißt und dann würdet ihr dann quasi auch die gleichen Punkte nutzen und da den Käfig halt anschrauben. Dasselbe hier unten. Und was ich dann aber definitiv machen würde an eurer Stelle, was ihr machen müsst, ihr braucht trotzdem den Flankenschutz. Klar kannst du den dann abschrauben, aber ein doppelter Flankenschutz ermöglicht dir die Eintragung von Schalensitzen. Weil, genau, das ist das nächste Thema. Ja. Genau, das ist halt das nächste Thema. Habt ihr einen Riesenvorteil, es ist ein super altes Auto, das heißt, es fliegen keine Seitenairbags raus. Das ist schon mal top, du musst keine Seitenairbags auskodieren. Nee, das hat er nicht. Das hilft ungemein. B, wenn du einen Flankenschutz hast, ist quasi der Seitenaufprallschutz gewährleistet. Das heißt, du brauchst nicht nach einem Sitz gucken, der irgendwie Seitenaufprall geprüft ist, was in dem Fall der Recaro Pole Position ist, aber auch hier wieder nichtig, weil die Airbags halt nicht wegfallen. Daher würde ich es auf jeden Fall nehmen und ist beim Schraubkäfig ja ohnehin abnehmbar. Und das halt in Kombination mit Sitzbefestigung. Hatten wir auch vorhin kurz drüber gesprochen. Sitzbefestigung wird halt so eine typische Custom-Lösung von uns, wo wir euch dann helfen und die Sitzkonsolen komplett konstruieren. Problem ist für das Auto wird es bestimmt was geben, mit Sicherheit. Vichas, Recaro oder wie auch immer. Das Problem ist, dass dass viele Unternehmen in so einem Baukastenprinzip arbeiten. Das bedeutet, dass die machen halt viele, sehr viele Varianten von Fahrzeugen und versuchen dann eben die gleiche Plattform zu nutzen. Das bedeutet, es ist nicht auf das Fahrzeug zugeschnitten. Heißt, es kann sein, dass du zu hoch sitzt. Es kann aber auch sein, also es wird definitiv sein, dass du nicht mittig vom Lenkrad sitzt. Das heißt, wir werden eine maßgeschneiderte Konsole für dieses Fahrzeug entwickeln und bauen, auch für den Sitz, den ihr nutzen wollt. Und da müsst ihr nicht den Pole Position nehmen. Geiler Sitz, aber scheiße teuer, weil er eine ABE hat, braucht ihr nicht. Sparco Ref ist etwas schmaler. Sparco Pro 2000 ist von der Sitzgeometrie ungefähr wie ein Pole. Kostet aber die Hälfte. Ist aber genauso leicht. Also das würde hier auf jeden Fall funktionieren. Und bei Sachen wie Shortshifter und so müssen wir nicht nachdenken, weil... Nee, das ist ja schon rausgeflogen. Weil du einen wilden Antrieb hast. Da haben genau. Wir ein kleines Drehrad, das war's. Ne? Dann hätten wir auch automatisch, dadurch, dass ihr einen Schraubkäfig nehmt und nach vorne das Ganze abstützt, hätten wir auch automatisch die Möglichkeit, ein geschütztes Lenkrad zu fahren. Da kann es sogar sein, dass ihr das behalten könnt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das Momo-Lenkrad kriegt man so bestimmt auch eingetragen. Und dadurch, dass es auch der Käfig nach vorne abgestützt ist, habt ihr die Möglichkeit, und das solltet ihr unbedingt machen, das hat das Auto jetzt nicht, aber eine Gurtstrebe. Ne, es ist wie so eine Haarstrebe hinten, weil daran könnt ihr halt die Gurte befestigen. Das ist auch eine Frage gewesen, ja. Ja, das geht, die Schultergurte könnt ihr dann befestigen. Ja, aktuell war das ja sonst mit den Ösen gemacht. Genau, die kannst du auch machen, aber fürs Becken. Fürs Becken und dann würden wir hier noch zwei einsetzen für die Schrittgurte, weil dann könnt ihr 6-Punkt-Gurte fahren.
Ne, das ist schon mal nicht verkehrt auf der Rennstrecke. Die könnt ihr auch unten einfach baumeln lassen. Ihr müsst nicht jedes Mal 6 Punkte anschnallen. Für den Straßenverkehr sind wichtig 4. Das heißt Becken über die Seite und Schultergurte über eben die Strebe, die dann jetzt noch nicht da ist, aber die ihr dann habt. Also das ist halt ultra wichtig, dass die reinkommt. Genau, man kann das so ein bisschen baukastenmäßig machen für Leute, die sich jetzt mit den Fahrzeugen nicht so auskennen. Da gibt es im Prinzip einen Konfigurator, da sagst du, ich möchte die Strebe haben, die Strebe. Genau. Für Deutschen Motorsport Club oder wie der heißt, dass man da nochmal eine Strebe hat, die man dann bräuchte in dem Material und keine Ahnung was. Genau. Und die Sitzkonsolen werden auch mit einem Materialzertifikat kommen, das heißt, die werdet ihr auch eingetragen kriegen. Ja, ist auch ganz interessant, denke ich mal. Ich bin nicht ganz sicher, aber also G-Modell wurde auf jeden Fall gebaut von 74 bis 89, also davon gibt es schon ein paar. Ja. Wenn man die gleichen hat, ich meine sogar, dass die F-Modelle davor zumindest sehr ähnliche haben. Also es gibt wahrscheinlich eine breite Range an Fahrzeugen, die interessant sind für sowas. Ja, ich denke auch. Zumal ihr geht ja jetzt einen sehr aufwendigen und radikalen Weg. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele das Ganze quasi als Clubsportfahrzeug haben wollen. Absolut. Gibt das heißt, viele, ja. Retro-Schalensitze, die halt noch ein bisschen Polster haben. Dann kann man aber auch zurückgreifen auf einen Überrollbügel einfach nur hinten und nicht einen Käfig, der bis nach vorne geht und sowas. Ne? 6-Punkt-Gurte muss dann auch nicht sein. Das Ganze kann man mit 3-Punkt fahren. Und das stelle ich mir auch als ziemlich cool vor. Also das ist, ich sag mal so, was ihr jetzt hier macht, ist so ein bisschen High-End und ein bisschen downgraden kannst du immer noch. Genau, wir wollen ja ein bisschen zeigen, was so geht. Wir wollen unsere Technik testen, mit euch ein bisschen was zusammenbauen. Möglichst schönes Rennfahrzeug auf Elektro. Mal was zeigen, was so geht. Von daher ist es, glaube ich, eine ganz gute Basis. Ich glaube, da wird so einiges gehen. Makrolon, auch ein ganz heißes Thema. So wie die jetzt hier sind, werdet ihr die nicht eingetragen bekommen. Müsst ihr mit einem E-Prüfzeichen dann quasi kaufen. Und aber auch das habt ihr ja schon recherchiert, auch das gibt es. Frontscheibe gar nicht, das geht nicht. Die ist auch noch Glas, muss man dazu sagen. Also ja gut, dann ist ja alles perfekt. Aber die Seitenfenster, das geht. Oh, die sind auch Makrolon. Das ist auch Makrolon, ja. Ja gut, kriegt ihr dann auch. Wie kriegt ihr die hoch und runter? Aktuell gar nicht. Normalerweise gibt es das ist defekt. Das muss Okay, sein. Ich dachte gerade schon. Die haben die nur eingeklebt. Okay, ja gut, dann gibt es da so ein sexy kleines Schiebefenster. Ja, da kann man dann passt das. Und sonst sehe ich da nicht so die Probleme. Lautstärke auch nicht so? Lautstärke ist super. Keine Lautstärke und keine Abgase. Abgase nicht so? Die beiden Probleme haben wir. Auch ohne Cut alles gut? Können wir alles mitmachen. Also da werden wir nie Probleme haben. Das ist das Schöne. Ist tatsächlich ein Riesenthema. Also bei Rennstreckenfahrzeugen. Also, was heißt Rennstreckenfahrzeuge? Rennstreckenumbauten, gerade die neuen Fahrzeuge. Es gibt ja fast keine Sauger mehr. Und fast jeder fährt mit einer Downpipe. Und somit hat jeder Abgasprobleme. Also, ich sag dir ganz ehrlich: Nordschleife, Tourifahrten, wenn du da stehst, 80% der Autos sind illegal. Wegen der Downpipe. Oder einem nicht vorhandenen Cut. Das ist bei fast allen so. Und das wird auch in Zukunft noch ein bisschen schlimmer. Das ist ein netter Nebeneffekt, den ihr halt nicht. Genau, das sind halt die Riesenvorteile, die man bei so einem Elektroumbau definitiv hat. Da fallen keine Kosten an und auch keine Kopfschmerzen. Ja. Was halt noch ein Thema ist, wir haben natürlich viel im Kunststoff noch. Habt ihr gesehen, vorne ist alles demontiert. Da sind wir jetzt dabei, uns einen Bodycat zu besorgen, was im Prinzip auch Materialgutachten hat. Sehr gut. Weil haben die natürlich jetzt nicht, damit man das auch eintragen kann. Materialgutachten in Kombination mit einem Käfig mit Flankenschutz erlaubt auch wieder halt so superleichte Türen. Das geht. Also das ohne hast du keine Chance. Da könntest du so eine Tür nicht eintragen. Aber sonst wird das gehen. Mit Materialgutachten, quasi auch mit so einem Splittergutachten, so eine Geschichte. Es wird ein sehr umfangreicher Fahrzeugschein. Aber das ist normal, weil bisher ist alles machbar. Schon, mit diesen Umbauten wird das dann wahrscheinlich so ein... Okay. So ja, ich bin gespannt. Da kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu. Du hattest hier eine Riesentheke. Da weiß ich nicht, wie das aussieht. Ich glaube, ein Banana Wing ist, glaube ich, so ein Begriff, den man da verwendet. Ja. Ich glaube, das wird sehr eng. Wir wollen aber das Fahrzeug so ein bisschen RSR-mäßig machen, also 3.0 RSR. Der würde jetzt eh nicht so einen Flügel bekommen. Mhm. Den können wir vielleicht für die Rennstrecke mal demontiert lassen, um einfach mal zu gucken. Den kann man noch ein bisschen einstellen, cool. Und mal ein bisschen Spaß haben, sage ich mal. Mhm. Man kann aber hier relativ einfach einen anderen Deckel hinten drauf packen, der dann so im RSR-Style, der ist auch schon sehr groß, guckt gut. Aber jetzt nicht hier 100 Meter über das Fahrzeug. Sehr cool. Hinaus.
Okay, ja, darf er auch nicht. Also über die Deckenhöhe quasi und über die Breite. Ja, gut, die Breite ist halt. Also ganz nicht. Der ist schon ein bisschen breit. Können wir das mal von hier filmen? Also wirklich, was für ein Braten das ist? Aus, ne? Das ist halt ein richtiges Kotelett, ne? Geil. Genau, das sind hast du sonst noch Fragen? Weil sonst hätte ich nämlich eine. Ach, und ganz wichtig, ihr, wenn ihr Fragen habt, ne, schreibt das bitte in die Kommentare. Wir können das, also entweder beantworten wir das oder aber je nachdem, wie weit wir mit dem Dreh sind, beantworten wir das in den nächsten Videos. Also zwischendurch bitte Fragen stellen und auch ganz wichtig. Mist erzählen, genau, auch gerne anmerken. Ne? Genau, wenn wir etwas vergessen haben oder etwas Falsches, auch bitte unbedingt reinschreiben. Ne? Das hat irgendwie mit besserwisserisch oder sowas nichts zu tun, sondern unter den Videos haben wir immer einen richtig geilen Informationsaustausch und der geht nicht nur in die Richtung, sondern auch in die Richtung. Ja. Genau, hattest du noch eine Frage oder? Ein Punkt, der mir gerade einfällt, wo ich jetzt gerade die Lager hier sehe. Und zwar Lagerpunkte, Fahrwerk ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil viele anfangen und das Ganze Stahllagern. Da muss ich halt nur überlegen, wo. Stahllagern kannst du quasi den Hauptachsträger und so weiter, muss allerdings mit sehr krassen Vibrationen rechnen, wobei E-Antrieb nicht so. Aber sowas hier würde ich tatsächlich original lassen. Vielleicht einfach nur frisches Gummi kaufen. Genau, also aber nicht PU. Genau, da hatten wir auch schon geguckt. Das soll man, also viele sagen, dass es da, weil es noch sehr, sehr altes Zeug ist, da gibt es so PU-Zeug, was nicht ganz so hart ist, dass man dafür im Prinzip einen Kit hat, das soll sehr, sehr gut funktionieren. Gerade an der Vorderachse, dass es dann ein bisschen steifer ist. Ja, da müssen wir uns aber alle Lagerpunkte einzeln angucken, wo es Sinn macht. Weil hier zum Beispiel gibt es auch PU-Kits und das ist gar nicht gut. Zum Beispiel. Genau, ich will nicht sagen, dass es jetzt alles im PU ist. Ja. Ich weiß nur, dass es für die gerade Vorderachse ist so ein bisschen schwammig, sage ich mal. Ja. Und die kann man da so ein bisschen ins PU, ins Leben holen. Ja, PU und teilweise Uniball hilft ungemein, wenn du dir aber die Freiheitsgrade anguckst, wo der Lenker sich bewegt. Und wenn du, wie zum Beispiel hier, fast alle Freiheitsgrade bedienst, weil beim Einfedern geht ja nicht nur der Dämpfer geht ja nicht nur linear hoch, sondern der fährt ja unten in Radius. Und wenn du das jetzt hier mit einer hohen Shore-Härte quasi steifer machst, dann limitierst du den Dämpfer. Das heißt, der Dämpfer würde jetzt ganz, ganz einfach gesprochen, der würde quasi so gehen und dann einfedern. Und wenn du das starr machst, dann lässt du diese Bewegung nicht zu. Das heißt, du nimmst ihm quasi einachsig die Kraft weg und er kann nur noch so einfedern, aber unter Spannung. Und deswegen an solchen, also an den Dom-Geschichten, nur Uniball-Gelenk oder eben dann Original-Gummi lassen, aber nicht PU. Aber das können wir bei den einzelnen Lagerpunkten uns angucken. Genau, würde ich sagen. Für euch noch einmal, was wir starr machen, weil das sind hier die Motorlager. Wir haben natürlich an dem Tesla-Motor schon selber Motorlager dran, deswegen die Wanne, sage ich jetzt mal böse gesprochen, die jetzt hier reinkommt, wo der Motor, ein Teil der Batterie etc. dran ist, das werden wir nachher starr machen. Ja. Weil der Motor selber schon gelagert ist, plus wir haben natürlich nur einen Bruchteil an Vibrationen, die wir sonst beim Verbrenner haben. Das wollte ich fragen, habt ihr überhaupt Vibrationen? Vibrationen eigentlich so gut wie nichts. Natürlich hast du Vibrationen, aber bei 15, 16, 20.000 Umdrehungen hast du irgendwie, spürst du das vielleicht, aber eigentlich nein. Eigentlich geil. Nein. Bei unserem Rennauto, wir sind im 318 Ti Cup gefahren, mussten wir nach jedem Rennen teilweise die Fahrwerksschrauben alles nachziehen. Oh, was? Das hat sich so lose vibriert. Also wir haben einen Rückspiegel gehabt, konnten es aber auch abschrauben. Weil das war so am Vibrieren, du hast eh nichts gesehen. Das ist wirklich der Hammer. Ich habe ja gesehen, der Motor liegt hier zum Beispiel, der hier rein kann. Hier seht ihr das noch einmal, damit die Leute es auch vorstellen können. Wie im Prinzip so wird so ein Tesla-Motor, im Prinzip ist der Motorhalter schon direkt als Gussteil am Getriebe. Aber ist mit Gummi gelagert, ne? Genau, Gummi gelagert, vorne, hinten und du hast auf der Seite halt noch eine Halterung. Deswegen ist Gummi gelagert, deswegen können wir die Wanne, sage ich jetzt mal, oder das Gestell, können wir hart reinschrauben. Das würde keinen Sinn machen, das an zwei Stellen zu lagern. Okay. Ist das ein üblicher Vorgang, das hier zu ersetzen durch eine starre Lagerung bei Tesla? Habe ich noch nie von gehört. Brauchen wir wahrscheinlich nicht, ne? Obwohl, keine Ahnung, also du, ist halt viel Drehmoment. Ein bisschen, ne? Ja, du hast ja schon extrem viel Drehmoment, ne? Also so ein bisschen, ganz bisschen kippen wird der, merkst du, siehst du halt schon in den Videos, wir haben es mal beim Boxster hinten reingehalten, wie der sich dann der Motor kippt. Oder das sieht man auch teilweise bei den Teslas. Also bei 600 Newtonmeter oder noch mehr. Es gibt ja noch Tesla, die noch ein bisschen kranker sind. Da so ein Motor kann sich auch durchaus mal bewegen. Okay, Kernfrage. Anderes Thema, wo wir gerade dabei sind, sorry. Ah, ja. Was daran angeschlossen ist, Thema Antriebswellen.
Das ist natürlich schon durchaus ein Thema bei den Elektrofahrzeugen, weil wir gerade so viel Drehmoment haben, auch unten rum. Und wenn ich mir jetzt dann, sagen wir mal, wir fahren vielleicht ein bisschen kleinere Radreifenkombinationen, aber wenn man sich die Semis anguckt, durch sehr viel Grip, dann 600 Newtonmeter direkt drauf, dann werden wir noch eine Diffsperre fahren, also spürbares Diff. Das dürfte also extrem auf die Antriebswellen und die sind halt so 1985er-Style. Kling! Das ist durchaus ein Thema. Also die können schon viel ab, ne? Auch so damals so ein 39 Turbo, das sind jetzt Turbo-Antriebswellen beispielsweise, die können schon ein bisschen was ab, aber natürlich jetzt nicht unbedingt das. Also das ist durchaus ein Thema, wo wir, also wir werden jetzt erstmal mit den Originalen, weil die habe ich eh da, die können wir erstmal nehmen zum Testen. Aber ich vermute mal, dass wir da ein bisschen upgraden müssen. Ja, wahrscheinlich. Weil das haben wir auch bei den anderen Umbauten, ne? Gerade Thema Antriebswellen, also du hast da schon extrem Dampf drauf, selbst Tesla selber, ich weiß jetzt nur von diesen Plates, die jetzt so extrem abgehen, da hat Tesla auch schon nach wenigen Kilometern Probleme dann, mit Antriebswellen. Muss dazu sagen, dass die meisten natürlich auch, wie es in den Videos natürlich auch lieben, dann auf dem Dragstrip da die 9 Sekunden zu fahren und dann noch eine geklebte Strecke, das ist natürlich dann geisteskrank. Ja, dann kriegen wir wahrscheinlich auch bald. Vielleicht kann man so einen Motor auch irgendwann in sowas hier reinkriegen, wer weiß. Geil, dann kriegen wir auch einen Wheelie hin mit dem Pushen. Na gut, spinnen wir jetzt nicht rum, machen wir erstmal eins fertig. Ja, genau, Kernfrage. Ich hatte es zu Beginn ja gespoilert. TÜV eurerseits. Das ist halt eine Sache, wo ich auch absolut keine Ahnung habe. Wenn du den Antrieb komplett auf E-Technik änderst, was kommt auf mich zu an Aufwand für den TÜV? Was muss ich vorlegen? Und vor allem, wie teuer ist das? Genau, das ist im Prinzip immer eine Einzelabnahme. Also es wird geprüft, es gibt extra ein Merkblatt für Elektrofahrzeuge im Einzelgenehmigungsverfahren, also Umbauten, was jetzt auch nicht für Kleinserien oder sowas zählt, sondern nur für, jemand möchte jetzt seinen Oldtimer beispielsweise umbauen. Mhm. Das ist Merkblatt 764. Das kann man sich auch für 20 Euro beim TÜV. Und da steht im Prinzip, das ist so eine Richtlinie, wo der TÜV-Prüfer sich dran halten kann, wo dann im Prinzip jeder Punkt abgehandelt ist. Riesenthema ist zum Beispiel immer EMV-Gutachten. Ne? Haben die Komponenten wirklich auch das EMV-Gutachten, gerade bei neueren Fahrzeugen, so, das ist immer so eine Schwelle ab 2002. Vor 2002 ist das relativ entspannt. Danach kann das ein bisschen schwieriger werden. Mhm. Bei uns reicht es meistens, dass wir im Prinzip sagen können, jede Komponente hat ein EMV-Gutachten. Der TÜV-Prüfer weiß jede einzelne Komponente, kriegt die dann auch zugesagt, kriegt auch ein Foto von mir, mit was da eingebaut ist und kriegt dann im Prinzip auch direkt einen Gutachten damit bei, wo drin steht, ja, ist geprüft, macht jetzt keine gefährlichen Strahlung. Das sind so jedes Steuergerät, alles? Genau, deswegen hat unser Steuergerät auch ein E-Prüfzeichen, damit wir da auf der safe Nummer sind, da kann uns im Prinzip keiner dann ärgern. Und Bein pinkeln. Genau, ich wusste nicht, wie ich das jetzt YouTube-konform formulieren soll. genau, das sind so die wichtigsten Sachen. Dann gibt es noch sowas, wir haben ein Prüfprotokoll, das ist sowas wie eine Isolationsmessung. Das heißt, dass der Hochvoltstrang ist im Endeffekt komplett entkoppelt, also isoliert von der 12-Volt-Bordnetz und von allen anderen. Also 12-Volt ist ja meistens auch Chassis. Das muss komplett isoliert sein, das wird auch überwacht. Diese ganzen Sachen prüfen wir einmal mit einem Messgerät, also mit einer Prüfspannung. 500 Volt beispielsweise, die kurz angelegt wird und dann prüft das Messgerät, ja, es ist keine Verbindung zwischen dem 12-Volt-Bordnetz beispielsweise, beziehungsweise Karosse und dem Hochvoltstrang. Das nennt sich IT-System für die Leute, die ein bisschen Elektrotechnik bewandertmäßig sind. Genau, und sonst ist es im Endeffekt, wichtig ist immer, wenn ihr sowas machen wollt, in Eigenregie vorher einen TÜV-Prüfer suchen. Man sagt, ich will die Komponenten umbauen. Am besten sucht man sich auch vielleicht jemand oder kauft die Komponenten. Bei ESDI, EV Technologies zum Beispiel. Bei jemand, der ähnliche Sachen macht. Nein. Dass man da halt auch jemanden hat, der vielleicht auch ein bisschen unterstützt, ein bisschen in die Hand nimmt und sagt, du, der und der Motor mit der und der Batterie funktioniert mit dem Steuergerät und dem Batterie-Management-System. Da muss man schon ein bisschen wissen, was man tut. Das kann durchaus gefährlich werden. Weil Strom kannst du nicht riechen, du kannst es nicht fühlen oder zu spät zumindest. Ja. Du kannst es nur messen, das ist halt eine gefährliche Nummer. Sonst, wenn der Sprit ausläuft, das kriegst du irgendwie mit, sage ich jetzt mal, böse gesagt. Genau, und dann im Endeffekt, wenn du sagst, ja, das Auto ist fertig, du hast eben mit dem TÜV-Prüfer alles besprochen, hast ein paar Bilder während des Baus geschickt, die Fragen halt abgeklärt, bringst das Auto dahin. Dann ist es bei uns so, dass der TÜV-Prüfer, wenn er so ein Auto jetzt nicht genau das gleiche schon mal hatte, macht er seine Prüfung, das dauert meistens so 2-3 Tage, er behält das Auto da, macht Probefahrten,
muss so einen Berg anfahren und muss irgendwie 12% Steigung fünfmal hintereinander schaffen. Das ist jetzt für ein Auto mit 400 kW nicht das Thema. Es gibt aber auch Umbauten, die weniger, deutlich weniger Leistung haben. Okay. Dann werden solche Sachen getestet. Höchstgeschwindigkeiten, ist das noch alles in Ordnung? Ist ein neues Gewicht, es ist eine neue Höchstgeschwindigkeit eventuell. Solche Sachen müssen natürlich alle im Fahrzeugschein passen. Geräuschemissionen, wo eben das Thema war, ist so ein Grauthema. Normalerweise muss man eine Messung machen. Was für eine Messung? Um Geräusche zu messen, dass die welche Kinder, Geräusche das macht unser TÜV-Prüfer auch aktuell, dass wir im Prinzip jetzt aber kurz jetzt also welche Geräusche? Ja, das ist, steht halt, der muss halt eine neue Dezibelzahl eintragen und die muss erfahren werden, sage ich mal. Genau, sowas dauert dann immer einen Moment und dann nach zwei, drei Tagen, wenn alles in Ordnung ist und das Rest des Autos auch passt, bekommt man im Prinzip durch eine Einzelabnahme, was ist es im Endeffekt, nach diesem Merkblatt bekommt man dann hoffentlich TÜV. Interessant, dass ihr auch so leiden müsst wie wir. Genau, Thema ist TÜV. Scheiße. Ich möchte jetzt wir kommen super klar mit unserem TÜV-Prüfer, das funktioniert alles gut. Ist aber wie bei allen Sachen, es muss natürlich passen. Was kostet sowas? Unterschiedlich. Wenn wir genau das gleiche Auto haben, was wir schon mal da hatten, ist es relativ kostengünstig. Da sind wir bei ein paar hundert Euros. Neues Auto? Komplett neues. Ist immer ein bisschen drauf an. Müssen wir Autobahnfahrten machen? Haben wir ein Auto, was nicht ganz so schnell fährt, so 100, 110 kann man vielleicht auch mal so testen. Wenn man jetzt ein Auto, was 250 fährt, ist man im kleinen vierstelligen Bereich, also 1000, 1200, 1300. Ach, das ist ja gut. Ich habe für meinen 1er 1500 Euro bezahlt. Genau, also so kann man das ungefähr rechnen. Das ist immer ein bisschen nach Aufwand, ne? Also das muss man einfach so sagen. Okay, aber gut zu wissen, dass das auch alles machbar ist und dass man das, wenn man das gut angeht. Man muss halt jemanden haben und bitte vorher immer absprechen. Das ist das Wichtigste. Der TÜV-Prüfer muss mitgenommen werden auf dem Weg und nicht einfach ein fertiges Auto dahinstellen. Das, meine Erfahrung, findet kein TÜV-Prüfer gut. Ja. Und bei euch kriegt man aber auch komplette Kits. Das heißt, wenn wir mit dem Auto hier komplett fertig sind, könnt ihr so ein Ding nachbauen. Richtig? Was ist, wenn ich jetzt wenn jetzt hier ein Zuschauer dabei ist, der 964 hat zum Beispiel? Also, wird das in etwa Plug and Play passen? Genau, 964 ist hinten ein bisschen andere Achse, aber sehr ähnlich. Okay. Vorne der Raum, da müsste irgendwie das nochmal 3D scannen und da müssten wir wahrscheinlich die Haltepunkte etwas anpassen, da der Vorderbau vom 964 doch etwas mehr abweicht vom. Okay, aber es ist genau, in Anlehnung. Ist sehr, 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 sehr ähnlich, genau. Im Endeffekt 914 oder so, was wir auch umbauen, ist vom Aufbau auch sehr, sehr ähnlich. Also jeder luftgekühlte VW oder Porsche sind ja vom Aufbau relativ ähnlich. Natürlich gibt es irgendwo Nuancen und Käfer und so einer ist schon deutlich unterschiedlich, aber im Endeffekt die luftgekühlten Porsches oder so weiter sind schon sehr, sehr ähnlich und das Kit, was hierfür ist, passt auch relativ schnell in 964. Verstehe. Okay. Ich hoffe, das war interessant für euch. Für mich war es das definitiv. Auch vor allem sehr interessant zu sehen, dass wir sehr, sehr viele Parallelen haben. Und dass das auch gar nicht alles so easy ist, wie man denkt. Und aber auch zeitgleich cool zu hören, dass es ohne, ich sag mal, ohne weiteres, wenn man das Know-how hat, dass es alles möglich ist. Ich könnte ja jedes Auto umbauen. Genau, das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Also man schimpft über den TÜV und so weiter. Ja. Aber in Deutschland gibt es wenigstens eine Richtlinie, an die man sich, wenn man sich an die hält, dass man das Auto zugelassen bekommt. Ja. Es gibt andere Länder, wir haben auch teilweise Kunden, Belgien, Frankreich. Ja. Schweiz weiß ich nicht genau. Das ist willkürlich. Da gibt es keine Richtlinien. Da muss man im Prinzip eine komplette Homologation machen, als wenn ich jetzt einen ID3 konstruiert hätte, das natürlich völlig unmöglich ist. Von daher muss man da auch einfach sagen, gerade so, was so Umbauten angeht, klar, es gibt strikte Regeln. Wenn man sich aber an die hält, kann man sowas legal 100% auf der Straße fahren. Gar kein Thema. Ja, ich bin voll und ganz bei dir, bin auch ganz happy, dass es das gibt. Womit ich halt nur ein Problem habe, sind TÜV-Prüfer, die einfach keinen Bock haben. Das ist halt immer schwierig. So. Genau. Das habe ich noch nie gesehen, das meine ich nicht. Digga, du bist Ingenieur, mach deinen scheiß Job. So, wenn du etwas nicht gesehen hast, dann ist es eigentlich dein Job, dass du dich darum kümmerst. So. Und weil es ist ja machbar. Absolut. Und bei 90% der TÜV-Stellen wirst du halt sehen, dir so, das kenne ich nicht. Wir sind auch sehr, sehr zufrieden mit unserem TÜV-Prüfer, das funktioniert. Ich weiß aber auch, dass wir relativ lange gebraucht haben, bis wir dann jemanden hatten, bei uns genauso. Mit dem wir gerne zusammenarbeiten. Der sich halt darauf einlässt und halt zeigt, dass es geht. Das ist bei uns ganz genauso. Auch preislich, vom Aufwand und alles. Ja. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Und nach wie vor schaut auch bitte bei ESDI vorbei. Und ich denke, ab jetzt wird es noch mal eine Ecke interessanter, weil ganz grob der nächste Step.
Oder die nächsten Steps? Genau, wir bauen jetzt die Sachen ein, Käfig etc. Das ja. Ding wird einmal lackiert. Also ja. Motorräume werden lackiert und rum wird einmal lackiert, damit das ordentlich aussieht. Und dann also geht's draußen schon Richtung, nicht, außen ja. bleibt er erstmal so. Und dann geht es schon Richtung Antrieb. Und dann sehen wir uns, glaube ich, in einem der nächsten Videos in der Konstruktion wieder. Sehr gut, alles klar. Also es bleibt spannend, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Ciao von mir.